So, jetzt ist es soweit. Es geht in die Domrep zum Business Bootcamp vom Calvin. Und ich bin total aufgeregt und gespannt und freue mich auf die Woche. Wir haben 2 Stunden Zeit, durchzuarbeiten und das meiste von uns hier zu schaffen. Und ja, so schaut es hier aus. Das nenne ich mal ein Office. So habe ich heute den ganzen Tag. Ich bin rumgesprungen wie so. So, es ist der 2. Tag Bootcamp. Es ist Montag. Wir hatten schon unseren Morgensport, unsere Visualisierung und Meditation. Und das hat total gut getan. Ich war joggen. Habe auch echt lang durchgehalten für meine Verhältnisse und bin total happy darüber. Jetzt geht's zum Frühstück und danach gibt's ein neues Seminar. Gestern war ich ziemlich durcheinander. Nach dem ganzen Tag den Zeitplan einzuhalten, war ein bisschen schwierig, aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen reinkommen. Ja, es ist Hammer hier. Also ich muss sagen, nach dem ersten Tag hat es sich schon gelohnt mit der Investition. Ich weiß, welchen Weg ich gehen muss und wie es weitergehen soll und bin jetzt gespannt, was die anderen Tage noch bieten, weil es sind einfach noch so viele Tage übrig. Wir haben, wie gesagt, erst Montag und wir hatten noch nicht mal unser 2. Seminar. Ich bin mega happy. Das ist hier die Anlage, es ist total schön. Hier ist Party den ganzen Tag, außer früh, weil die Leute da noch ein bisschen schlafen. Jetzt geht's ab zum Frühstück. Das Essen hier ist so der Hammer. Ich schaff's sogar. Gesund zu essen, sodass ich nicht weiter zunehme, vielleicht sogar hier noch ein bisschen abnehme. 10 Kilo habe ich ja schon geschafft und da geht noch mehr. Ich habe nur ein ganz großes Problem und zwar habe ich nur noch eine einzige kurze Hose, die ich von vor 10 Jahren rausgekramt habe, so in der Art, die mir passt. Alle anderen Sachen sind viel zu groß. Das ist so ein bisschen ein kleines Problem, aber damit kann man leben. Ich freue mich total auf den Tag. Ich bin total happy. Es ist jetzt gerade mal kurz nach 8 und wir sind schon so lange wach und haben schon so viel erlebt und jetzt fängt eigentlich erst die Welt an zu erwachen und wir haben schon so viel gemacht, das ist der Wahnsinn. Es ist so, so cool hier. Am Verhungern, das ist leer. Tomato und Spinat. Lecker. Nicht mit allem? Ah, guck mal her. Thank you.
Und dann wird Sport gemacht. Guten Morgen. Morgen. Und ein Bussi in die Kamera. Das ist das Kamerakind. Heute vom Winde verweht. Letztes Abendessen! So, ich habe mal Conny ihre Kamera entführt. Conny, bist der ganz, ganz, ganz Liebe. Und hier eine kleine Botschaft. Du machst das richtig, richtig geil. Der letzte Tag mit der Bootcamp-Gruppe, naja, mit der Hälfte zumindest. Wir haben es gerade fertig gepackt, gehen nochmal zum Strand und dann gibt es Frühstück und dann haben wir nochmal ein Seminar mit Kelvin. Ja, es war eine total schöne Woche. Ich freue mich jetzt aber auch auf die zweite Woche, weil das wird jetzt mal ein bisschen Urlaub sein, weil diese war definitiv kein Urlaub. Tschüss! Eine Woche Bootcamp beim Kelvin ist vorbei und es war Hammer. Es war Hammer in jeglicher Hinsicht. Sowohl in persönlicher Hinsicht als auch in beruflicher. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, was wir jetzt hier diese Woche gelernt haben. Mein Kopf raucht. Es war wahnsinnig viel Input.
irgendwie komplett jeglicher Input, den man zum Aufbauen eines Businesses braucht. Und ich bin mal gespannt. Also ich glaube, jetzt, wenn wir alle richtig durchstarten, da kommt einiges Großes, da bin ich mir sicher. Ich finde Wahnsinn, wie es der Kelvin schafft, extrem komplexe Inhalte wahnsinnig einfach zu erklären und immer auf den Punkt zu kommen. Der labert nicht um den heißen Brei herum, sondern er bringt es einfach auf den Punkt und kann dadurch so viel Inhalt und Content in der kurzen Zeit raushauen. Das ist echt Wahnsinn. Man hat alles verstanden, wir hatten kaum Fragen, weil es einfach so verständlich ist. Das ist wirklich der Hammer. Echt riesen Respekt. Und es war wirklich die beste Investition, die ich machen konnte dieses Jahr. Also zusammen mit der Candy School, top. Bin jetzt echt mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, aber so dermaßen. Es waren hammergeile Business-Ideen dabei, bei jedem. Und jetzt geht es nur noch darum, das alles zu realisieren. An der Stelle mega fetten Dank an Kelvin und an alle anderen, die dabei waren. Weil ja, nur zusammen haben wir das irgendwie mega gerockt. Ich weiß auch nicht, Bootcamp hat wirklich gerockt. Und ja eben, auch in persönlicher Hinsicht. Ich freue mich daheim zu visualisieren. Ich freue mich auf so vieles. Ich habe so viel gelernt. Ja, Dankeschön. Danke, danke, danke für die geile Zeit, für das Wissen, für alles.